It's the season to review PSX games, PSXmas for everyone, PSXmas for everyone. Darkstone ist ein Hack-and-Slay-Rollenspiel aus dem französischen Hause Delphine Software International, die sich zuvor bereits mit Spielen wie Another World und Flashback einen Platz im Spiele-Pantheon sicherten. Einen Platz, der aber durch Grütze wie Shaq-Fu und Fade to Black in meinen Augen mit Schmutz besudelt wurde. Ja, ich weiß, Fade to Black hat seine Fans, aber die Chipmunks haben auch Fans, also das heißt nichts. In Darkstone schnetzelst du dich als einsames Heldlein durch zahlreiche Verliese, findest Schätze und Mods deine Fertigkeiten auf. Warum? Ein fieser Totenbeschwörer hat den Leichnam eines uralten Drachen wiedererweckt und seinen Geist in den Lindwurm übertragen, um nun selbst als Schuppendussel die Welt zu unterjochen. Ha ha ha, und dann, wenn ich die Weltherrschaft habe, werde ich mit meinem Drachenkörper, weiß ich noch nicht. So richtig praktisch ist es außerhalb von Leutetöten ja nicht, eine 20 Meter lange Echse zu sein. Bei McDonald's passe ich jedenfalls nicht mehr durch die Tür. Nicht mal in den McDrive. Du wählst eingangs eine von 4 Klassen zu je 2 Geschlechtern aus. Krieger, Magier, Diebe und Priester. Priesterin ist hier meine Lieblingsklasse, gute Waffen, Keule, Offensiv- wie auch Defensivmagie. Und man sieht Babsi direkt an, dass sie sehr großzügig von ihren Göttern gesegnet wurde. Im Spiel selbst sind dann leider eher ihre bezaubernden Orang-Utan-Arme bemerkenswert und dass sie mit denen nicht ständig die Tischdeckenklammern von der Kante kloppt. Das Spiel beginnt in einem Dorf, wo du rastest und handelst, Gegenstände identifizierst, Zauber und Fertigkeiten lernst und halt sinnloses Zeug mit den Dörflern bequasselst. Außerhalb der Wohnbereiche rennst du im Wald umher, erhältst dort Quests und findest zahlreiche Verliese. Die Verliese wiederum löst du, um die Quests zu erfüllen, die dir Töfteburger Kristalle bescheren, die dann am Ende den Bösewicht besiegen sollen oder so. Keine Ahnung, ich habe Darkstone noch nie durchgespielt, ehrlich gesagt. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist es manchmal sehr grindlastig. Es kommt nicht selten vor, dass du eine neue Ebene eines Verlieses betrittst und der nächste Schwung Gegner ist so viel stärker als die Viecher eine Etage höher. Dann levelst du 2 bis 3 Stufen und kämpfst dich dann erst vorwärts. Anfangs bekommt man noch oft und schnell neue Level nachgeworfen, später artet es dann in diese öden, halbstündigen Trainingsarien aus. Andererseits sind die Dungeons optisch zu abwechslungsarm. Es kommen später im Spiel zwar noch neue Settings dazu, aber gerade der Anfang zieht sich sehr, weil alles so gleich aussieht. So sehr, dass ich ohne die Ingame-Karte völlig verloren wäre. Ich mag dafür die Optik der Stadt und des Waldes. Beide vermitteln eine sehr ruhige und entspannte Atmosphäre, unterstrichen von unaufdringlichen, aber ganz hübschen Melodien. Und obwohl das Spiel aus Frankreich kommt, sind der größte Käse daran die deutschen Soundfiles. Bitte helft mir! Ja! Hui! Bitte helft mir! Ob Sie wissen, wie man seinen Hunger nach Macht und Rache stillen kann? Ja! Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Bitte helft mir! Ich habe nicht genug Mana. Hui! Das Land ist spärlich besiedelt, Leute laufen in altertümlichen Klamotten herum und alles ist voller Birken. Wir sind also vermutlich in Estland. Die Birke ist dort ein nationales Symbol. Wieder was gelernt! Bei der Optik bin ich ansonsten etwas hin und her gerissen. Einerseits beweist das Spiel, dass es sich der Probleme, die eine 3D-Präsentation mitbringen kann, bewusst ist, zum Beispiel wenn die Kamera von einem Objekt blockiert wird, dass es dann halbtransparent wird. Andererseits zoomt man gerne mal auf die Gesichter, der ein wenig groben Charaktermodelle. Was zum Drachenodem bin ich gerade sehend am Sein? Eine Zyklopen-Folienkartoffel. Ha, jetzt habe ich Hunger. Lust auf etwas Cheese? In den Dungeons sind hier und da rote und blaue Brunnen verteilt, die entweder Gesundheit oder Magie auffüllen. Manchmal auch auf Ebenen mit schwierigen Kämpfen, wie diese Boss-Mumie hier, die mich komplett zur Sau macht. Wie gut, dass sie mir bis zu einem dieser feuchtfröhlichen, cooldownlosen Senzu-Brunnen folgt. Mumien kloppen und Brunnen spammen und kämpfen bis zum Ziel. Ein anderes Werkzeug, das die Lebensqualität der heiligen Babsi stark erhöht, ist der Portalzauber. Damit lassen sich Verbindungen aus der Wildnis zur Stadt herstellen, was so unfassbar nützlich ist. Da das Spiel sehr linear ist, wird der Laufweg zur Stadt mit fortlaufendem Fortschritt immer weiter und irgendwann einfach nur noch lästig.
Warum musst du so oft in die Stadt zurück? Das ganze Loot, das du aus den Monstern rausprügelst, aber nie verwenden wirst, lässt sehr schnell dein Inventar ans maximale Limit schlagen. Und so kannst du es wenigstens direkt verkaufen. Und wofür das Geld? Neben Heiltränken kannst du in der Stadt bei einem Lehrer deine Fertigkeiten erhöhen oder deine Ausrüstung upgraden. Dann beides halt kostspielig. Für die Fähigkeiten solltet ihr übrigens die Spielanleitung parat haben, da viele davon nicht selbsterklärend sind. Oder was genau bringt es, Gebet zu leveln? Höhere Wahrscheinlichkeit, beim lieben Gott in der Warteschleife ein paar Plätze nach vorn zu rutschen? Nö, es erhöht die Rüstungsklasse. Gutes Gebet. Mein Tipp, lernt zuerst lernen. Das sagen euch nicht nur eure Lehrer, so sie denn etwas taugen, sondern beschleunigt in Darkstone vor allem den Levelfortschritt. Wer sich für das Spiel interessiert, dem empfehle ich übrigens nicht die PlayStation-Fassung, es sei denn, ihr zieht es wie ich vor, beim Daddeln lieber auf der Couch zu sitzen. Die bessere Version ist eindeutig die für den PC. Und die gibt's inzwischen für einen Fünfer auf GOG. Die Grafik ist nicht ganz so grobkörnig, das Interface komfortabler und man kann es im Multiplayer spielen. Ob letzteres heute noch funktioniert, vermag ich nicht zu sagen. Darkstone ist also ein brauchbares Spiel für zwischendurch mit einem zauberhaften Titelsong, den ihr bei den fahrenden Musikanten hören könnt. Ich schätze, der Schlagzeuger sitzt da hinten im Brunnen oder so.